Weiter geht es mit einer knusprigen Folge Sons of the Forest und heute haben wir was Besonderes vor. Wir werden heute den Aussichtsturm bauen, um einfach mal zu schauen, ob wir hier ein bisschen die Lage abchecken können. Bringen uns fleißig Baumstämme. So sieht es aktuell aus, Leute. Wir haben uns halt, wie gesagt, direkt hier am Lager gebaut, ne? Also an der Absturzstelle und ich finde das hier ganz gut. Und der bringt mir nur einen. Kann der auch nicht zwei tragen? Naja, einzige, was er gut kann, Fische sammeln. Mal gucken, ob wir wieder die gute Larissa sehen. Ah, da hinten läuft sie doch. Alter, wie viele Fische hier sind. Ich hätte lieber die Fischfalle hier bauen sollen. Da kommt hier gar keiner lang. Nicht ein Fisch drin gewesen bis jetzt. Okay, ich brauche... Ach, Seile brauche ich auch. Ja, super. Wie bekomme ich Seile? Ach, Larissa. Kannst du mir nicht weiterhelfen? Was bringt sie? Ein Friedensangebot? Die will mir Beeren bringen. Aber wie packt man die Axt weg? Warte mal, ich muss mal mehrere Tasten drücken. Nee, das ist ja Inventar. Warte mal, das ist jetzt interessant. Auf G. Nee, nicht zu hektisch die Bewegung hier machen. Die hatte doch Beeren in den Hand. Wollte mir das bringen? Okay, auf G kann ich die Waffe einfach wegpacken. Gibt es auch irgendwie eine Schnellauswahl? Okay, auf Ö macht man Feuer. Und wie packt man das weg? Ah ne, auf L. Also wir sollten echt mal bald auch die Gegend zu untersuchen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Larissa! Larissa! Ich tu dir doch nichts. Guck hier, ich sammle auch ein paar Beeren. Yum, yum, yum. Hm. Musst du mir das versauen, Bro? Bro Nummer 2. Ich werde dich degradieren, dann bist du nur noch Bro Nummer 3. Dann bist du nur noch Bro Nummer 3. Falls ich fragst, wer Bro Nummer 1 ist, oder ihr, das ist Bro Nummer 1. Der macht nur Nickerchen. Glaub mir, der... Ah, du bist doch schneller. Na, her damit. Alles klar, irgendwie Larissa, die versucht sich immer wieder uns anzunähern. Auf einer Seite süß, auf der anderen Seite vollkommen creepy. Warte mal, was ist da hinten passiert? Komischerweise ist es sehr ruhig. Wir haben bis jetzt nicht wirklich viele Mutanten gesehen. Und vor allem ist uns hier eine entkommen. Den einen konnten wir zwar köpfen. Ah, nicht in die Base. Die andere ist aber abgehauen, ne? Naja. Also so ein Turm wäre schon mal auf jeden Fall nice, wenn wir den haben. Und zumachen sollte ich eigentlich auch mal. Aber bis vorhin müssen wir dann hier zumachen. Ja, keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen. Nimmst du die Stämme, die ich abgebaut habe, ne? Das war ja sowas von klar. Das Ding ist, wir können das Teil hier auch nicht zu Ende bauen, weil wir halt keine Seile haben. Und Larissa ist nee, die ist wieder da hinten. Ach, die liebt mich. Das ist so eine Hassliebe, ne? Ich glaube, das ist so ein Hassliebe-Ding. Ja, okay. Das war mir jetzt eine sehr große Hilfe, Bro. Muss ich schon sagen. Vor allem, das irritiert mich immer, wenn die so sprintet, ne? Warte mal, wir packen die Axt mal weg. Das meine ich, dieses, wenn die auf uns so zuläuft.
Das ist nicht so geil. Denke ich mal, die will uns angreifen, aber. Danke, Bro. Hast du toll gemacht. Aber die will uns gar nicht angreifen. Oder habt ihr mehr Erfahrung mit Larissa? Will sie uns irgendwann linken und angreifen? Oder können wir uns vielleicht an sie annähern? Können wir vielleicht Mutantenbabys säugen? Kelvin schaut uns heimlich zu. Das könnte doch sein, oder? Aber sie findet es auf jeden Fall interessant, was wir hier machen. Warte mal. Jetzt sonst kein Platz. Dann kann man die auch, glaube ich, auf G fallen lassen, oder? Alles klar. Jetzt habe ich gecheckt. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn ihr auch was in die Kommentare schreibt, Leute, ne? Kann sein, dass ich das erst nach der Zeit lese, weil ich am Stück aufnehme. Oh, ja, okay. Das war mir eine sehr große Hilfe. Aber die Base hier, die ist echt schickeroni. Mal, wir können ja schon mal wenigstens die Spitzen hier hinhauen, damit wir es nicht später wieder alles auf einmal machen müssen. Und dann schauen wir mal gleich, ob unsere Blumen schon gewachsen sind. Ich glaube aber nicht. Hat uns wieder ein Ast hier, einen Stamm hingeworfen, ja. Hat der gemacht. So. Also zu zweit, ne? Also wenn man das Koop spielen würde, da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre richtig nice. Da wäre die Base auch schon viel weiter. Machst du fein. Ja, gemütlich. So, ich glaube, wir müssen aber neue Bäume hacken, oder? Zack, zack, zack. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Solange die Bäume nicht in die Base fallen, ist alles cool. Ist im Moment zu ruhig. Ach, ich dachte, was ist mit dem Stamm da? Dabei war das Bro Nummer 2. Ich habe dich gerade wieder befördert auf Bro Nummer 2. Wenn du an Bro Nummer 1 rankommen möchtest, also da musst du auf jeden Fall noch viel tun. Ja. Habt ihr gesehen, der hat mir zugestimmt. Also diesen Turm würde ich aber gern schon haben. Damit wir immer wieder mal die Lage abchecken können und die Chilter. Wo zeigt... Ich glaube, die hat ja gerade in die Richtung gezeigt, oder? Kommt da wer? Ich glaube, die hat doch in irgendeine Richtung gezeigt. Danke, Bro. Was ich das nochmal testen wollte, wenn der den jetzt so hinwirft, ja? Okay, ich dachte, wenn ich E gedrückt halte, dann spaltet der den nur so. Aber anscheinend nicht. So. Ich habe irgendwie immer Angst hier. Ich muss ab und zu mal speichern, Leute. Wir werden doch bald angegriffen. Ich habe noch voll Paranoia von den ersten Folgen, weil das war echt hardcore. Okay. Wir haben auf jeden Fall noch viel Arbeit beim Turm. Kann man die eigentlich auch irgendwie fällen? Also noch... Okay, man kann die entfernen. Aber man kriegt nichts raus. War das trotzdem schon mal gut zu wissen. Die Vögel kommen ja trotzdem. Wir müssen hier irgendwie auch zumachen. Weil hier werden die uns trotzdem irgendwann angreifen. Oder wir bauen an. Hier dran. Aber dann ist hier trotzdem offen. Ah, ich weiß nicht. Ah, der Bro braucht eine Pause. Du warst so kurz davor, Bro Nummer 1 zu werden. Aber du hast mich wieder enttäuscht.
hast mich einfach wieder enttäuscht. So, wir suppeln mal was. Ach, hättest du einfach nur mehr gesammelt, dann hättest du jetzt auch hier ein leckeres Stück Fleisch essen können, aber. Naja. Tut mir leid. So, weil die Baumstämme, die lasse ich hier. Die stören jetzt nicht. So, also die dünnen sind, glaube ich, ein bisschen schneller auch zum Fällen, ne? Aber wie verdammt komme ich an Blätter und Seile? Das verstehe ich bis jetzt immer noch nicht. Alter, der zieht richtig durch. Okay, der kann die anscheinend irgendwie aus dem Wasser holen. Hat sich da ein Baum bewegt? Ich hab Hallos, Leute. Ich hab echt wegen den ersten paar Folgen, ich hab ganze Zeit irgendwelche Hallos. Alter, die ist wieder in der Base. Okay, das ist jetzt zerfallen. Macht sie da? Nein, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Larissa, den knackigen Hintern. Jetzt kommst du her, jetzt habe ich dich. Ich dachte, du hast mir wieder alles vermasselt. Wärst du hier geblieben, hättest du ihr den Weg abschneiden können und dann hätten wir jetzt eine nette Dame am Start. Aber was mache ich jetzt mit diesem kleinen Holz hier? Was macht man damit? Mit diesen kleinen Stämmen. Kann man die auch im Boden hauen? Hm. Macht jetzt nicht so den Sinn irgendwie. Oder kann man sich da wenigstens draufsetzen? Warte mal. Okay. Also ich kann die auch zerteilen. Das ist schon mal ganz nice. Ach, es ist so im Moment noch so friedlich hier. Was sammelt der jetzt auch da? Ach, okay, der nascht selber. Hier wächst was. Nascht hier meine Beeren? Du willst auch naschen. Guck mal, hier ist ein Schmetterling drauf, ja? Sogar dem tue ich nichts. Komm einfach näher. Gib dem alten Ray mal einen Schmatzer. Dann darfst du dir auch einen Fisch nehmen. Ich glaube, sie sind verdorben, oder? Nein, 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 nein. Guck, guck, guck. Guck, ich mach nichts. Mach nichts, Babe. Oh, die sind verdorben. Ich glaube, das ist einfach verdorbener Fisch jetzt. Ich dachte, der hält ein bisschen länger. Oder muss ich den vorher braten und dann hinhängen? Naja. Danke, Bro. So. Das Gute ist, die muss auch schon, also sie kann jetzt wenigstens nicht von überall rein, sondern muss auch von hier vorne rein. Das Ding ist, wenn wir die Falle haben, kann die auch in die Falle laufen? Das würde ich gerne Larissa ersparen. Denn bis jetzt scheint die nett zu sein, oder die snackt sich einfach nur unser Vertrauen. Das könnte auch sein. Ich meine, würdet ihr einer Mutanten-Lady trauen mit drei Beinen und drei
Armen? Wenn ja, dann seid ihr einfach nur scharf auf sie. Ihr seid doch einfach nur scharf auf Larissa. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Larissa, die hat was an sich. Okay, okay. Ich bin... Ja, ja. Zeig mir, was hast du? Was hast du, Larissa? Ey, die läuft zu mir? Zeig mir was, und dann läuft sie wieder weg. Naja. Jetzt zu sehr Angst. Aber sie kommt auch immer wieder. Ich weiß nicht. Aber der Fisch, der sieht nicht mehr gut aus. Aber das Stück Fleisch, das sieht noch gut aus. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt lieber braten sollen. Was passiert, wenn wir den vergammelten Fisch braten? Wir testen das einfach mal. Hier ist nur Fisch collected, ne? Oder ist er noch gut? Ich koche den einfach mal. Ach, dried fish. Der soll einfach nur getrocknet sein. Deswegen sieht er so aus. Alles klar. Unser Stück Fleisch jetzt genauso. Was, wenn wir so ein bratenes Fleisch hier hängen? Warte, der darf uns jetzt nicht verbrennen. Kannst mir hinlegen, Bro. Obwohl, nee, warte mal. Jetzt macht sie sich schon am Bro Nummer 2 ran, oder? Oder will die uns das hier hinlegen? Das waren, glaube ich, diese gelben Bären. Sind die überhaupt genießbar oder will die uns vergiften? Ah, der Fisch, der Fisch, der Fisch. Verbrannter Fisch. Sagen wir, essen den trotzdem. Weil ich, ob wir Krebs kriegen, weiß nicht. Ganz ruhig, Freund. Ganz ruhig. Das ist nur ein verbrannter Fisch. Weil es kein Gift. So, jetzt kein Gift von Larissa. Ist sie wieder hier drin? Hast du wieder meinen Bären genascht? Wer hat hier so rumgebrüllt? War das Larissa oder Mutanten Bros? Ich habe keine Ahnung. Wir hoffen einfach mal, dass es Larissa war. Und wir haben hier auch noch Stämme. So. Und wir wenigstens einmal bis hierhin zumachen. Könnten wir nämlich auch irgendwas hier in die Ecke setzen. Ich weiß noch nicht was, aber wir könnten es. Ich würde sagen, ich mache erstmal zu. Okay, ich sehe Larissa nicht irgendwo hier in der Nähe. Mach mal die Labüsche weg. Ich hoffe, ich schlage sie nicht irgendwann aus Versehen mal. Ich glaube, also ich habe zum... Alter. Ich habe zum Gefühl, dass sie dann übelst aggressiv wird.
Und dass sie übertrieben stark ist. Irgendwas sagt mir das. Irgendwas sagt mir das. Oder sie will gar nichts von uns, was mir gerade so eingefallen ist. Sondern sie will was von Bro Nummer 1. Das könnte durchaus sein. Wo ist... Folgt er mich hier wieder mit einem... Ach, er chillt wieder. Und Larissa... Das ist nicht Larissa. Na, siehst du das? Seht ihr das? Ich wusste doch, dass es hier zu schön ist, um wahr zu sein. Alter, was? Du kommst her, Alter. Du kommst. Wo ist der? Siehst nicht, dass ich hier im Kämpfen. Alter. Er wirft einfach einen Baum auf mich. Okay, der greift meinen Bro an. Er hat einfach meinen Bro angegriffen. Also die ignorieren diese Warnzeichen vollkommen, ne? Interessiert die nicht. Ist okay, Bro. Tut mir leid, aber das ist nur für mich. Oh ja. Oh, der gut geschmeckt. Ich glaube, die lernt es nicht, ne? Oh, Bro, sorry, aber du musst einmal hier zur Seite. Okay, hier passt du schon nicht mehr durch. Ja, wir wurden nach langer Zeit mal wieder angegriffen. Komischerweise hatten die keine Angst. Warum auch immer. Okay, das re-chillt hier. Er wurde verletzt und arbeitet trotzdem. Was eine Maschine. Ich weiß nicht, reicht das? Ich denke mal ja, ne? Sollte ich die hier noch hinsetzen? Ich würde sagen, ja. Und bis hierhin brauche ich den bald eigentlich auch nicht mehr. Warte mal, wir speichern jetzt erstmal. Den Kampf haben wir schon überstanden. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal pennen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Okay, der setzt sie auch zusammen, aber... Okay, die Spitzen... Okay, das geht doch. Ich dachte, das funktioniert nicht. Ich würde mal sagen, ja. Was war das? War das Larissa? Ich muss mal sagen, damit sie es lernen, ja? Hacke ich denen jetzt die Köpfe ab?
Ein Körper ist weg. Ich weiß nicht, warum einer weg ist. So. So langsam sollten die es eigentlich lernen, dass man das mit Ray hier nicht machen kann. Sollten die echt mal lernen. Ja, leg ihn einfach hin. Fleißiger Bro. So, da wird der nächste Kopf kommen. Bis ihr es lernt. Bis ihr es verdammt nochmal lernt. Alter, das ist so ein Ehrenmann, ne? Ich kann Wasser trinken und er holt mir Stämme. Aber wir haben Larissa länger nicht gesehen, ne? Larissa ist im Moment irgendwie nicht am Start. Echt seltsam. Aber was soll man machen? Ach, da ist sie doch. Sie will uns wieder irgendwas zeigen. Die lässt sich nicht abschrecken, ne? Obwohl ich da Köpfe hinhänge. Warte mal, können wir uns auch... Okay, was? Blätter? Ja! Ja! Nimm du an. Vor mir hat sie zu sehr Angst. Was, wenn ich weggucke? Nein, gib sie mir. Ja. Okay. Ne, Aloe, das ist doch... Aloe. Ah, sollen wir mal wegschauen? Ach. Alter, sie legt es uns hin. Alter. Die hat uns Aloe Vera gebracht. Ich mag sie. Nicht schlecht. Ach, haben Blätter? 107 und ich bekomme das. Ach, ich habe ganze Zeit Blätter schon im Inventar. Jetzt kann man die kombinieren. Blätterrüstung. Da brauche ich irgendwelche Stofffetzen. Was konnte ich nochmal mit Blättern machen, Leute? Was brauchen wir hier? Muss einmal nachschauen, was man nochmal mit Blättern tun konnte. Irgendwas konnten wir doch mit Blättern tun. Ey, diese Ehrenfrau hat mir einfach Aloe Vera gebracht, ne? Ich liebe sie. Ich bin offiziell in Larissa verliebt. Okay, ein Zaun. Ja, irgendwo hatten wir doch was mit Blättern. Hier war es nicht. Hier irgendwas mit Blättern? Oder waren es nur die Fallen? Okay, sie kommt wieder. Oder war es nur eine Täuschung? Okay, das war, glaube ich, nur für die Falle, ne? Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich an Seile? Traut sie uns jetzt mehr? Ah, sie hat immer noch Angst. Ich dachte, die kommt jetzt näher. Aber echt geil, dass sie mir einfach Farben bringt.
Warte mal, warum ist hier ein Ausrufezeichen? Steinpfeil ab. Nachher. Zwei brauche ich. Nee. Steinpfeile. Andere. Nee. Ach, Federn sind das. Ich wollte schon sagen. Zwei Stöcke und vier Steine. Alles klar. Alter, Maschine. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Bogen. Wie mache ich einen Bogen? So, erstmal hier weiter hacken. Hacken. Nochmal hacken. Aber das Lager, wir haben hier schon einiges. Koffer nervt noch ein bisschen. Der Busch, der wächst auch gut. Alter. Mit seiner letzten Energie hat er uns einen Stamm gebracht. Okay, aber langsam, langsam müssen die auch Respekt haben, oder? Okay, was macht sie jetzt da? Ich würde sagen, wir können ihr vertrauen. Also wenn sie uns das bringen will, dann am besten einfach wegschauen. Hier zu krasse Angst. Aber einen dicken Baum werden wir hier stehen lassen. Da machen wir so ein Baumhaus draus. Ich würde sagen, vielleicht direkt der sogar. Eigentlich wäre der jetzt, den ich gerade hätte, am besten. So, Larissa, ich habe gerade nicht so die Zeit. Ich bin am Arbeiten. Du rennst jetzt eh wahrscheinlich weg. Und ich würde sagen, mittlerweile habe ich den Dude richtig ins Herz geschlossen. Er ist mein Bro Nummer 1. Du bist 2. Du bist jetzt leider nur noch Nummer 2. Aber lag hier nicht noch einer rum? Ach, ich glaube unterm Helikopter, ne? Naja. Kann man da nichts machen. Sagen, Larissa kann eigentlich mit dem rumspielen, wenn ich möchte. Nein. Ich wollte das nämlich so hier haben. Okay, ein brauchen wir safe noch. Ich habe hier doch einen Baum gefällt. Warte mal. Ist die so schnell nachgewachsen? Sind die alle runtergerollt, die Stämme? Wieder nachgewachsen? Ach, danke, Bro. Genau, den habe ich gerade gebraucht. So, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Dann ist unsere Base wieder gut gewachsen. Nicht schlecht. Da kommt sie wieder. Wir schauen mal weg. Wir gucken mal, was sie macht. Wenn wir wegschauen. Ich weiß nicht, ich habe immer Angst, wegzuschauen. Da ich nicht weiß, ob sie uns angreifen wird. Ich weiß nicht. 100% kann man ihr trotzdem nicht trauen. Naja. Okay, dann habe ich hier einen Bug leider. Aber ansonsten funktioniert das Spiel echt gut. Geben die immer ein bisschen Leben eigentlich? Ich glaube nicht. Mir ein bisschen Flüssigkeit halt, ne? Dann esse ich hier einmal auf. Was kann ich hiermit kombinieren?
Haben wir nichts. Pilze kann man einfach nur so essen. Heckenkirsche. Okay, das war nicht so gut. Das war definitiv nicht so gut. Na, Bro. Und wie findest du es mittlerweile hier? Eigentlich schön, oder? Ich finde es auch schön. Ich will das auch abbauen eigentlich. Aber das steht ja leider ein bisschen blöd. Okay, wir haben eh erstmal genug Federn, Leute. Da steht es uns im Weg. Dann können wir nämlich einmal so zack rüber und hier uns irgendwo einen Durchgang machen. Da haben wir wenigstens schon mal eine ordentliche Base. Das Ding hier. Das kann man nicht gebrauchen. Das kann man leider nicht gebrauchen. So, Larissa hat jetzt erstmal wieder Angst. Ach ja, das Leben kann doch herrlich sein im Walde. Die will ich vielleicht mal hier. Ein verdorbener Fisch, okay. Alter. Dieser Psychoblick. Er hat einen verdammten Psychoblick drauf. Und ist total blutverschmiert. Naja. Fisch hier scheint aber noch gut zu sein. Ja, dann gönnen wir uns mal. Okay, also richtiges Fleisch heilt uns aber. Das ist schon mal gut. Ich weiß, ob wir dann auch hier zumachen werden und dass wir dann nur von hier vorne reinkommen können. Ich glaube, das wäre am besten. Ich glaube, das wäre am besten und am sichersten. Ich würde sagen, das war es auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, Roni.